Gekochte Schweinshaxe, genau. Ich könnte ja mal die Feuerpfeile und so nutzen. Das wäre vielleicht auch mal noch eine Idee. So auf Dauer. Dann wird das Lager hier ausgenommen. Ich glaube, dann sagen wir mal, ja, wie gesagt, die Hirsche fehlen halt noch. Da brauche ich, um das Hirschfleisch zu holen, extra wirklich noch irgendwie ein Skill? Das würde mich wundern. Das würde mich echt wundern. Ich lege auch mal die Dings hier um, die Tasten. Okay, ne, bei dir können wir tatsächlich erstmal nichts mehr abgeben. Obwohl, warte mal, apropos abgeben. Du hast doch noch Geld, oder? Ja. Na dann. Das, ja. Müsste ich halt mal gucken. Komm, nimm mal den kaputten. Vielleicht finden wir auch echt mal jemanden, wo wir schmieden lernen können. Ach, die ist auch kaputt, die Armbrust. Mist. Dann verkaufen wir sie. So. Muss man den Skill lernen, ja, ja. Aber wie gesagt, hier ist zumindest jetzt nicht so ganz abartig wie beim zweiten Teil, wo halt alles unglaublich viel Lernpunkte gekostet hat. Dann gib mir bitte mal ein bisschen Goldausgleich. Dankeschön. Okay, wir haben ja auch hier unsere Teleport-Rune. Hier wahrscheinlich, oder? Teleport! Hier wären auch die restlichen. Wahrscheinlich wären hier draußen schon 10 Heilpflanzen gewesen. Wenn wir da mal hätten suchen müssen. So, du. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Dankeschön. Aufzeichnung Teil 1. Aha. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Was waren das denn für Aufzeichnungen? Über Orks. Aha. Oh, die sind etwas stärker als normale Orks. Fell ist braun. In Ordnung. Genau, und Ortegas Plan. Mein Plan. Die Piraten versuchen sich hier breit zu machen. Darum werde ich kleine Spähtrupps überall an der Küste positionieren.
Ich werde es nicht zulassen, dass sie in meinem Territorium Fuß fassen. Zum Verscherbeln der Beute sind sie verdammt praktisch, aber das ist nur Ablenkung. Das Schiff, das sie gekapert haben, muss schwer beladen gewesen sein. Das heißt, dass sie schon bald bessere Waffen besitzen als wir. Ich muss so schnell wie möglich handeln. Wenn wir das Lager bei Montera befestigt haben, können wir in aller Ruhe unsere Grenzen sichern. Sollte ich in den nächsten Tagen nichts vom Montera-Trupp hören, werde ich einen weiteren losschicken müssen. Verdammt. Seit dieses Schiff aufgetaucht ist, verliere ich immer mehr Männer. Ja, wahrscheinlich an uns. So. Schmelz von Erz brauchen wir auch Kohle. Ja. Eifriger Rebell. Weg mit der Waffe! Hau bloß ab! Ja, ja, ist ja okay. Hier könnten wir nochmal eine Runde pennen. Bist du da gerade runtergestolpert? Da sind noch Hirsche. Sind das scheue Hirsche? Ne, das sind normale Hirsche. Die Frage ist halt auch, wo dieser Bauernhof ist, wo noch die anderen Orks sich rumtreiben sollten. Ach, ich bin tatsächlich ganz froh, wenn das Craft nicht allzu kompliziert ist, dass man halt ewig viel Zeug mitschleppen muss oder suchen muss. Das finde ich tatsächlich immer relativ nervig. So, was mit euch? Ach, ihr habt jetzt schon hier Verstärkung, oder wie? Hey! Ja, wisst ihr, wieso... Hä? Bleib stehen. Hallo? Wieso sind hier Orks? Aua. Hab ich dich. Okay. Ist hier irgendwo ein Bett? Ja. So, ja, ja, klar, ist hier, aber das ist. Ich muss halt auch sagen, je realistischer ein Spiel wird, desto komplizierter und langwieriger. Wird das halt leider auch meistens. Deswegen, also ich bin tatsächlich gar nicht mehr ein Freund, wenn die Spiele zu realistisch werden. Einfach weil es dann halt sich irgendwie, keine Ahnung, doch zu sehr zieht. Uninteressant. Och. Wir sehen uns. Ja, ja. Sieh zu. Ich sehe doch schon zu. So, dann gebt mal euer Zeug bitte her. Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Ach, jetzt hast du tatsächlich auch hier deine normale Stimme, okay? Zeig mir deine Ware. Du hast auch Geld, das ist schön. Gekochter Fisch habe ich ja, glaube ich, schon. Weltkarte habe ich ebenso. Dann hätte ich gerne deine Dietriche. Und, Ach,
so viele Schilde wieder aufgenommen? Ich verkaufe den anderen jetzt auch mal. Dauert ja wahrscheinlich eh noch, bis ich den nutzen kann. Von daher. Ja klar. Du hast gut reden. Danke dafür. Ich glaube, so wirklich beibringen kann mir ja auch keiner was, oder? Was mit euch jetzt hier wieder? Wir reden später. Lass dich nicht unterkriegen. Ich habe mit den Dorfbewohnern geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht des untoten Drachen in sich aufgenommen. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xardas. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Nimmst dir das, was anderen gehört. Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Dann fange ich gleich damit an. Gib mir deine alte Rüstung. Moment. So meinte ich das nicht. Hör bloß auf. Weiß ich doch, aber ich hätte sie trotzdem gern. Was willst du mit dem alten Ding? Sieh mich an. Es war aber auch dämlich, ohne Rüstung von Bord zu gehen. Und das, obwohl ich dir eine angeboten hatte. War doch nie anders. Ja, hast ja recht. Aber wenn ich so rumlaufe, lachen sich die Orks tot, bevor ich mein Schwert gezogen habe. Wer? Ja, das sollten wir unbedingt verhindern. Schließlich sind die gerade unsere besten Freunde geworden. Gut, du bekommst die alten Fetzen. Dass die dir kaum noch Schutz bietet, muss ich dir ja nicht sagen. Ich werd einfach so abgenutzt, wie sie ist. Hauptsache, mir fällt beim Kämpfen nicht die Hose runter. Meinst du, der Anblick würde die Orks erschüttern? Ich würde das gar nicht beachten. Sie werden vor Ehrfurcht auf die Knie fallen. Dir ist keine Situation zu doof, deine Standhaftigkeit im Kampf zu zeigen, ne? Wer kann, der kann. Ja, das ist echt schöne Dialogoption, die sie hier noch dazu gepackt haben. Hätten das echt gut ins Spiel gepasst. Ich glaub dir kein Wort. So, wir haben jetzt eine Rüstung, wie es scheint, ne? Ist halt besser als gar nichts. Ach, hör doch auf. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Ja, wie in alten Zeiten. Danke fürs Rücken freihalten mit deiner Axt. So ein Kampf macht einen doch wieder richtig munter. Dir hat es scheinbar auch gut getan. Zum Glück für dich und deine wackeligen Beine. Du siehst gar nicht mehr wie ein Haufen Elend aus. Ach ja, wie sie alle mal so nett zu uns sind. Ich ruhe mich ein wenig. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Stör mich nicht. Okay. Jetzt hat jetzt auch erstmal keiner von denen noch was zu erzählen. Eine tolle Rüstung hast du da. Ich weiß, sie ist aus Cola-Platten gemacht worden und extrem widerstandsfähig. Ich hatte auch mal so eine Rüstung, damals auf Korinth. Dann hattest du großes Glück. Es gibt wahrscheinlich nicht viele, die solch eine Rüstung bauen können. Ich habe meine von einem Schmied namens Manik. Was ist das für eine Rolle da? Welche? Ach, die. Die habe ich dem Anführer der Orks abgenommen. Prakes hat kurz nicht aufgepasst. Sie muss wohl beim Kampf hochgerutscht sein. Du hast ihn bestohlen? Er hat mehrmals in die Rolle geschaut und seine Stirn gerunzelt. Dann schaute er durch die Reihe in der Sklaven. Es schien so, als ob er jemanden suchen würde.
Normalerweise tue ich so etwas nicht, aber... Natürlich nicht. Dann hatte ich zugegriffen. Er hatte sie hier auf den Tisch gelegt. Als der Kampf begann, habe ich sie eingesteckt. Kann ich die Schriftrolle mal sehen? Jetzt will ich sie erst mal lesen. Ach, du Scheiße. Was ist los? Hier müssen wohl überall Orks herumlaufen. Zardas persönlich hat angeordnet, dass das Ostufer erobert werden soll. Zeig mir. Hier, nimm sie. Hoffentlich kommen nicht noch mehr Orks. Alles wird gut. Das glaubst du doch selber nicht. Xardas Befehl schreiben. Ach, guck mal einer an. Erobert das Ostufer an alle Anführer der orkischen Horde. Die Menschen des Festlandes sind schwach, doch werden nicht alle Menschen ohne Wehr vor euch knien. Es werden erfahrene Streiter Innos über das Meer kommen. Sie zweifeln an eurer Herrschaft. Dass eure Elitekrieger mit der Armee der Menschen fertig werden, habt ihr zu Genüge bewiesen. Doch sind diese Kämpfer noch weitaus stärkere und erschlossenere, denn sie werden von einem Gott geleitet. Aus diesem Grund fordere ich euch auf, sichert alle Gebiete am Ostufer. Keine Stadt, kein Bauernhof und kein Waldgebiet darf noch unter der Kontrolle der Menschen stehen. Gebt den Seglern keinen Grund zur Freude. Xardas. Na sowas. Hör bloß auf mit der Scheiße. Wir waren gerade am Reden. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Seht so. Lass uns kurz in Ruhe reden. Das hätte ich dir vorher gesagt, der Scheiße. Seht so. Was willst du? Wir reden später. Na gut. Oh, hat jemand einen Pfeil reingeschossen. Und ein Ork liegt hier auf dem Tisch rum. Den mal wegräumen. Gebirge-Ork. Aber ich glaube, ihr habt da echt noch euren Spaß, wie mir das scheint. Meine Lieben. Gut, das Dorf wäre jetzt auch schon mal einigermaßen gesichert. Wir sind eigentlich, wir haben, glaube ich, auch mittlerweile wieder 29 Lernpunkte. Stufe 6 schon. Aber halt keinen, der mir irgendwas großartig beibringen könnte. Leider. Akrobatik. Ich glaube, so lange sprinten, ja. Resistenten, mal gucken. Also Resistenzen. Scharfe Pfeile, Ich bin wieder von 95. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird alles noch ein wenig dauern. Was brauchen wir eigentlich für die Armbrust? Ach, das ist auch hier tatsächlich. Stärke und. Okay, ich brauche nur jemanden finden, der mir das beibringt. So, dann würde ich gern die anderen Orks noch zerlegen. Wenn ich halt wüsste, wo dieser Bauernhof ist. Da oben vielleicht? Das könnte doch so ein Bauernhof sein. Na, du alter Dämonenpilz. Das waren, glaube ich, hier die Jungs, die ich zerlegt hatte. Jep. Links scheinbar nicht so ganz ausführlich geplündert. Zumindest den einen da nicht. Ist das da hinten, Bauernhof? Oh, Schwein. Oh, Schwein. Aua.
hau doch mal auf das Viech drauf, wenn es vor dir steht. Hier scheint aber auch alles kein Bauernhof zu sein. Das sind einfach nur Ork-Lager. Oh, eine Schlange. Ich glaube, die waren auch nicht so ohne. Mich nicht alles täuscht. Oh, ein Wolf, der noch nicht geplündert wurde. Stimmt, die hatte ich, glaube ich, nur weggeschossen. Beim letzten Mal. Knarz. Ja, auch nicht verkehrt. Die haben wir schon gelootet. Ach, ruckel doch nicht so. So, ja, ich weiß, neues Gebiet. Lad das jetzt erstmal. Ist halt blöd, wenn das mal mitten im Kampf geschieht. Oh. Also bringt das wohl nichts gegen die Vergiftung, sehe ich gerade. Interessant und gut zu wissen, tatsächlich. Habe ich irgendwas an Gegengift eigentlich? Nö. Zu schwer. So, ich glaube, von den Orks halte ich mich auch mal so ein bisschen fern. Ist jetzt auch schon einigermaßen leer. Ja, ich glaube irgendwie die Sache mit den Hirschen, die scheint nicht so ganz zu funktionieren. Das scheint irgendwie nicht so wirklich rund zu laufen hier. Da kommen wir auch erstmal nicht dran. Die Höhlen haben wir. Was sagt denn die Karte eigentlich? Banditenlager. Genau, Kabdun. Da hätten wir, ich glaube, die haben wir jetzt ja gerade schon mal. Oder war der Bauernhof irgendwie weiter weg? Hmm.
Da haben wir halt auch noch nicht so wirklich viel gelesen. Befehl schreiben, Drachen, Hirsche. Steht halt nicht dabei, wie viel der Hirsche. Ich glaube, wir müssen das irgendwie noch irgendwie leveln oder lernen. Dass wir da irgendwie jetzt mal rankommen. Gesundheit. Xalas Befehl schreiben. Ich glaube, ich porte mich mal gerade doch nochmal zu den Rebellen und gucke, ob ich da noch irgendwas jetzt erledigt habe. Ob mir da irgendwas angezeigt wird. Hier konnten wir nichts mehr außer handeln. Bei euch noch irgendwas hier, was zu erledigen wäre? Du könntest halt noch Alchemie machen. Du kannst auch nur handeln. Keine Quests mehr. Ich glaube, bei dir könnte ich noch... Kümmere dich besser um deinen Kram. Ja, ja. Ja gut, Norris, dann bring mir doch ein bisschen was Kampfmäßiges bei. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, kannst du eigentlich auch große Waffen... Umgang mit der schweren Armbrust, genau. Das zeige ich mir gerne. Den Umgang mit der schweren Armbrust. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig zielen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Gut. Dann können wir mal schauen. Nur weiter so. Ich glaube, den Rest haue ich dann mal in Stärke rein. Weiter so. Nur weiter so. Jetzt haben wir schon mal 150. Gut so. Nur weiter so. Weiter so. So, da wieder ein paar runde Zahlen. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Da müssen wir halt auch erstmal noch irgendwie drankommen. Okay, aber sonst haben wir tatsächlich hier nichts gehabt. Na gut, wir haben jetzt mehr Stärke. Könnten halt jetzt auch eine Armbrust mal führen, wenn wir eine finden. Ich würde halt gerne mal irgendjemanden finden, der mir hier Schmieden beibringen kann.
So, hier dürfte ja auch nichts sein. Na gut, wir haben ja, wie gesagt, das ist ja halt ein Gothic-Spiel. Wir sind noch ganz am Anfang. Es gibt noch so viel Zeug, was wir hier lernen könnten und sollten. Mit der Zeit wird das alles kommen. Ach ja, ich könnte ja mal gucken, wo sind denn diese Kollegen von ihm abgeblieben? Die Ork-Patrouille beim Bauernhof. Rebellenuntergrund in Kapdun. Könnten wir halt auch mal hinlaufen. So langsam. Herr Shion, Shisonix. Willkommen. Die verlorenen Freunde. Genau, das waren die Truhe des Alchemisten, wäre aber auch in Kapdun. Ich glaube, wir gehen mal nach Kapdun, oder? Mal schauen, was es da so Schönes gibt. Dann sind wir auch mittlerweile kein unerfahrener Rebell mehr. Vielleicht finden wir da auf dem Weg ja noch diesen komischen Bauernhof. Ja, nicht runterfallen. So, tap, tap, tap. Noch ein bisschen was zu verkaufen, aber wie viel haben wir jetzt eigentlich eingebüßt? Na, gar nicht so viel, okay. Alles noch im Rahmen. Also hat es schon einiges gekostet, aber wir hatten scheinbar auch eine ganze Menge Geld. Gut, wir haben auch wirklich einiges verkauft. So, Kapdun wäre in diese Richtung sogar. Schlagen wir uns noch ein bisschen durch den Wald hier. Was gibt's denn da zu heulen? So schlimm ist es doch nicht. Schon mal schön durch den Baum durchgerannt. Alter, No-Clip-Wolf, du. Was ist das eigentlich hier unten? Ist das eventuell der Bauernhof? Das könnte er sein, ja? Ich glaube, das ist der Bauernhof. Huhn, Huhn, Cliff. Fährtenleser, Krieger. Obwohl, der scheint mehr oder weniger menschlich zu sein. Der Cliff. Ihr habt auch eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne, oder? Kann das sein? Noch schneller. So, speichern wir nochmal schnell. Hab ich dich endlich. Ja.
war's mit dem Krieger. Zack. Oh, ihr lebt ja noch. Du hattest Glück, Mora. Leute, es gibt keinen Kampf. Da ist nichts zu holen. Kann ich euch irgendwie endgültig töten? Ah, wahrscheinlich mit dem Bogen drauf schießen, oder? Nö. Du hattest Mach keinen Unsinn, Fremder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Ich hab die auch alle platt gehauen. Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Schufte mit den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied, verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Du bist Schmied. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja, wie denn? Ohne Schmiede? Tut mir leid, aber da verlangst du zu viel. Besorg mir eine Schmiede ohne Orks und ich zeig dir, was ich kann. Verstehe. Ja, das sollten wir doch hinkriegen. Ich werde dich befreien. Red keinen Unsinn. Die Orks werden dir das Fell über die Ohren ziehen. So, ja, Handy, bleib doch bitte mal an dem Rechner ran. Dankeschön. Die Flammen erinnern mich an den Krieg. Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Ich will euren Sklaven da draußen haben. Du hast gar nichts zu wollen. Du wirst mir jetzt Rede und Antwort stehlen, Mora. Ich muss gehen. Mein Besitzer wartet schon auf mich. Dann geh ich schnell und komm nicht wieder. Ich werde dich im Auge behalten, Mora. Wehe, du hast mich angelogen. Ja, ja. Kann ich euch nicht irgendwie komplett erledigen? Ich meine, das wäre doch auch ganz praktisch. So. Gut, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass der Stream soweit weiterläuft. Und einigermaßen funktioniert, weil der Laptop nämlich hier auch gerade schwächelt. Und selbst mit Ladekabel hier immer weniger wird. Ich hoffe, ab morgen ist das alles dann mal geregelt, dass ich wieder meinen zweiten Bildschirm oder einen zweiten Bildschirm nutzen kann. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt so funktioniert. Und bis der Laptop sich wieder ein bisschen mehr aufgefüllt hat. Da wäre noch eine Truhe. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ja, zum Beispiel Orks umbringen. Die scheinen echt nicht sich zu töten zu lassen. Wie werde ich euch denn los, meine lieben Orks? Rutsch. Oder muss ich einfach noch ein paar Mal umhauen, dass ihr dann wirklich so böse seid, dass ich euch endgültig erledigen kann?
Keine Ahnung. Na, ihr habt auch Spaß da hinten. Da scheint mir auch noch eine Quest zu sein mit den hungrigen Wölfen. Ja, ja, ich weiß, neues Gebiet. Du bist sicherlich kein scheuer Hirsch. Ah, der Jens. Du bist ein normaler Hirsch. Alles klar. Na, was ist mit dir so los? Haut dir gerade wieder. Ja, mach dir mal. Komm. Das wird schon passen. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Welches Dorf? Also doch verlaufen. Wenn du auf dem Weg weiter Richtung Küste folgst, kommst du nach Kap Dun. Und was gibt es dort? Das, was es heutzutage überall gibt. Orks und Söldner. Wenn du Glück hast, findest du dort vielleicht Arbeit. Zeig mir deine Ware. Okay, was hast du denn? Ein scharfer Pfeil? Ja, nehme ich. Oder habe ich das schon? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sterben da hinten? So, ihr hättet halt auch... Oder du hättest noch eine Menge Pfeile. Bärengott haben wir Wildragout, gebratener Hirsch. Ich glaube, das habe ich alles schon, oder? Dann schaue ich mich mal hier noch schnell um. Hallo? Ach gut, die Statue kann ich leider nicht mitnehmen. Ja, ruckel, ruckel, ruckel. Dem hast du's gezeigt. Aber dann müssen wir die Stadt auch noch befreien. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Bufford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kap Dun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Okay, mal schauen. Die jetzt alle schon auseinandergenommen, die hungrigen Wölfe. Waffe weg, Mora! Was willst du, Mora? Dann schnapp ich mir wenigstens mal hier das Fleisch noch raus. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft.
Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ich jage keine Menschen. Die Zeiten haben sich geändert. Euer König hat hier nichts mehr zu sagen. Gewöhn dich lieber daran, sonst wirst du es bei uns nicht weit bringen. Ja, ja. ich glaube, wir werden aber trotzdem mal hier den netten Kollegen wieder spielen. Du solltest jetzt gehen. Ach, hier kann ich auch nicht dran kochen, sehe ich gerade. Okay. Das ist doch relativ groß hier. Ich weiß gar nicht, was die haben. So schlecht finde ich das hier nicht. Hi. Denk nicht mal dran. Was? Wovon redest du? Die Truhe gehört Gamal. Fass sie an und ich hack dir die Hand ab. Verstehe. Hm. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Ja, ja, schauen wir mal. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, dann müssen wir uns hier halt auch noch irgendwie... Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Hey. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Okay, ein Dutzend. Wir haben... 8, okay. Fehlen noch 4. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Naja, du machst sie auch einfach so. Mhm. Dazu bist du noch nicht bereit. 4 Punkte fehlen noch, aber das sollte ja passen. Warte mal. Mhm. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ja. Verdammt. Dann machen wir das aber mal später. Machen wir erstmal den runde Fleisch. So. Sehr schön.
Aber hier soll sich angeblich auch noch, glaube ich, irgendeiner von den Dings da rumtreiben. Oder? Phil. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Javier schickt mich. In Redok warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redok überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Ah, sehr gut. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Kapdun anzugreifen. Ja, das müssen wir dann auch noch irgendwie machen. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt, genau wie ein Dieb, und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Das könnte tatsächlich sein, ja. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Okay, Lager. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. So, oh, du hast Ringe. Gesundheit. Pfeilabwehr. Energieabwehr. Ausdauer. Eine Ochssöldnerrüstung. Will ich denn wirklich das mit dem Handel machen oder verkaufe ich mein Zeug einfach? So, das ganze Orkzeug kann weg. Die Armbrust auch. Ich glaube, bis ich da jemanden gefunden habe, der mir das Reparieren beibringt. Das auch mal gerade weg. Steintafel, ne? Ich warte damit aber mal noch. Im Moment komme ich, glaube ich, auch mit der Rüstung ganz gut hin. Von daher, ne, komm, lassen wir das mal. Goldausgleich bitte. Ah, du hast nicht genug Gold. Okay, alles klar. Dann ändern wir das Ganze vielleicht doch nochmal.
schützt vor Wind, Regen und Sonnenlicht sehr gut. Aber ist besser als die Rüstung, die ich gerade habe. So ist es ja nicht. Du bist in Ordnung. Komm, besser nicht. Passt ja schon einigermaßen. Dann habe ich noch irgendwas, was ich hier loswerden könnte. Zusätzlich, nö. Na dann. Geben wir tatsächlich mal ein bisschen Gold ab. So, liebe Rüstung. Die können wir aus Nostalgiegründen mal noch behalten. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ach komm, Schnaps haben wir doch mehr als genug. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harte Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Das hab ich schon. Ortega ist tot. Was denn? Wirklich? Schade. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Naja, dann werde ich mal wieder Nachtwache schieben. Aber hey, immerhin XP gekriegt dafür. Bescheid gesagt haben. Das ist wahrscheinlich das Lager, oder? Hey du! Komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Ein Feuerkelch. Cool. Auf welche Waren wartest du? 3 große Pakete. Wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Gut. Ich brauche hier noch Zeug aus dem Lager, Kollege. Ein goldener Pokal. Ein Waffenbündel. Ein Teleportstein. Noch ein goldener Portal. Pokal. Cool. Läuft. Das war doch mal ganz erfolgreich.